Wird alles da super erklärt. Genau. Und für die, die sich das Infovideo nicht angucken möchten, weil es sie gar nicht interessiert, ob Banished oder Fallout oder irgendwas läuft, ich habe da auch noch was gesagt. Und zwar sind wir jetzt im Moment auch ein bisschen auf einem Livestream-Trip. Da haben wir beide, glaube ich, drüber geredet in den Infovideos. Und ja. Wir werden jetzt öfter mal spontane Livestreams machen, wenn wir Bock haben, wenn die Spiele laufen und alles. Und dann werden wir das auch zusammen machen. Dann kann ich auch mal mit Tani ein bisschen was zusammen machen und Tani mit Sai oder keine Ahnung wie, ne? Können wir alle auf jeden Fall was zusammen machen, auch wenn Tani jetzt in Hamburg wohnt und wir in NRW. Das macht dann gar nichts mehr und dann werden wir fröhlich Zombies schnetzen, die ein Tänchen in der Hand halten. Aua. Aua. Hallo, das muss ja nicht sein. Also bitte. Was soll der Kack hier? Benehmen Sie sich. Hallo, würden Sie sich bitte benehmen? Sie sind jetzt wir zu Gast, ja? Wir haben keine Axt mehr? Das ist traurig. Nein, wir haben keine Axt mehr. Ich musste mir auch eine basteln. Ich renne mal eben weg. Weil hier kommt so eine ganze Herde und ich lenke ein kleines bisschen. Alter, da ist ein Hühnchenreiter. Ah, hier ist eine Kackkiste. Sehr schön. Der soll weg sein. Der, nimm den weg von mir. Nimm ihn weg von mir. Ich leg Füße, ich spreche ihn kein Deutsch. Ja, Alter, Alter, Alter. Stehen auf einer Zelte. Alter, Alter, Alter. Hallo. Alles. Ihr seid hier zu Gast. Seid mal ein bisschen lieb. Jetzt verpissen die sich auf einmal hier. Hallo. Also Hesperling, sowas am Fall. Hier so ein Squid, können wir auch nochmal schlagen. Was verpissen die sich denn jetzt? Läufst du hier irgendwo rum, ne? Mhm. Komisch. Hier haben wir wirklich viel Birke, könnten wir noch ein bisschen gebrauchen und Fichte. Es ist ja jetzt auch eine neue Version von Minecraft schon rausgekommen, die 1.7.10. Da sind nicht wirklich großartig neue Sachen mit drin. Irgendwie was mit Minecraft Realms wurde dies und jenes hinzugefügt und hast du nicht gesehen, das interessiert ja kein Schwein. Außer man benutzt Minecraft Realms, was aber eigentlich voll die Verschwendung ist und so von Geld. Man kann ja auf den Servern gar nichts machen, kannst ja keine Mods installieren und nichts. Und bezahlst dafür 10 Euro im Monat. Und ja, da holen wir uns lieber woanders ein, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Und, ja, ich wollte es vorhin updaten, aber der Server macht da nicht ganz mit. Das heißt, vielleicht werden wir ab der nächsten Aufnahme, ich werde mich da nochmal dran setzen, dann wieder ein paar Mods haben. Alter, diese Penner! Schleicht sich hier einfach so ein Creeper einfach an. Ich wurde auch gerade schon gesprengt. Ja, ich muss nachher erinnere mich mal dran, das nachher wieder ordentlich zu machen. Ich kann jetzt nicht zurück, weil da wieder ein Creeper kommt. Hallo Hund. Ja, ja, wir werden doch eh heute alles. Wir werden ein bisschen farmen und dann werden wir hier ein bisschen Ordnung machen, würde ich sagen. Und bis die nächsten Gäste kommen und alles verunstalten. Auch der Schafstall, da ist ein Stall ganz leer, weil da ist mal ein Creeper explodiert und dann sind die alle abgehauen. Können wir nochmal neue einsperren? Mhm. Oder wir machen halt. Hast du ein Bett in der Nähe? Nö. Scheiße, sonst hätte ich. Warte, da hinten ist doch irgendwo dein Haus. Warte mal, ich gucke, ob ich da zu dein Haus komme. Dann kann ich da mal. Achso, da bin ich auch gerade. Ja, gut, dann gehe ich zu unserer Gedönse. Verpiss dich in den super dichten Fichtenwald, den wir hier angebaut haben. Angebaut. Ja, da war ich vorhin auch schon. Ja, ich habe auch schon über einen Stack. Alter. Ich habe nur einfach keinen Bock hier, dass es da jetzt gleich ein Creeper kommt und Alter, noch mehr Heil raus. Verpiss dich, Spinne. Bye! Hat der Hund überlebt? Ja. Geronimo. Sollte man übrigens nicht machen, von so einem hohen Baum in so seichtes Wasser springen. Da reißt man sich alles weg. Ja, hier sind erstmal Haufen Zombies um Tannys Haus rum. Ja, diese haben mich gerade verfolgt. Und gute Nacht. Dauert noch einen kleinen Moment. Ich muss bestimmt noch den Zombie töten. Pass auf, vielleicht ist da oben gleich kein Bett. Doch, müsste aber. Boah, Alter, hier sind so viele Zombies. Ich hoffe, ich kann trotzdem schlafen. Da kommt schon wieder einer angepimmelt. Wir müssen auch noch einen Weg zu deinem Häuschen hier bauen. Ja, wir müssen noch einiges eigentlich machen. Ja, aber es sind aber alles auch so Kleinigkeiten. Das kann man. Lassen wir uns noch einen Augenblick Zeit, weil wir haben ja noch einige Folgen vor uns, ne? Denke ich mal, also Minecraft wird nicht von heute auf morgen mit mal einfach aufhören, sondern einfach nur, wenn die Luft raus ist. Und wir haben immer mal Bock auf Minecraft.
Ja, auf Minecraft hat man auch immer Bock. Also, gestern war aber Hardcore, ne? Gestern haben wir echt lange bis spät in die Nacht gespielt, aber dieses Haus, das sieht auch extrem geil aus, muss ich sagen, was wir da gebaut haben. Das war, als wir aufgelegt haben, also als wir komplett aufgelegt haben, war es bestimmt gleich zwei. Ja, ich bin auch erst, ich habe noch ein bisschen mit Nox privat geredet, so. Auch süß. Auch süß. Ich finde Nox auch knuffig. Nee, Nox ist auch süß. Alter. Also, ich glaube, das wird nichts mit Schlafen. Hier kommen, sorry, hier kommt voll die Zombie-Horde. Das war die Fülle verletzt. So, nein. Nox ist schon töftet. Mit dem macht Spaß. So lernt man sich eben halt auch kennen. So haben Naike und ich uns auch nach und nach kennengelernt. Ja. Ja, obwohl wir uns gehasst haben. Man kann es ja jetzt öffentlich machen. Wir wollten eigentlich Nox bei uns mit dem Team haben. Mhm. Aber er hat jetzt so viel zu tun mit dem Abi und so. Und der, was wir gestern auch erst herausgefunden haben, der hat einen, der schießt sehr gerne Fotos und sowas. Ich kann nicht schlafen, ist ein Monster in der Nähe immer noch. Und macht er so hochprofessionelle Bilder und sowas. Mhm. Und das sieht auch richtig krass cool aus, ne? Also der ist ein richtig guter Fotograf. Mhm. Der könnte vielleicht ein schönes Bild von Aki machen. Ja, wenn wir uns im Sommer treffen sollten, dann soll man seine Kamera mitbringen. Macht er schöne Fox, ja klar. Schöne Fotos von Aki und Jess. Genau. Von Jess mache ich ja auch schon eigentlich. Oh. Es wird wieder Tag, ey. Dadurch, dass ich habe so eine lustige Funktion bei mir im Handy, ne? Also, hast ja gesehen, wo ich Aki so ein Partyhütchen aufgesetzt habe und hast du nicht gesehen? Ja. Hallo, Naika. Hallo. Ich bin jetzt hier gegangen, weil ich da nicht schlafen konnte und jetzt geht die Sonne schon auf. Ist egal. So. So. So, dann da runter. Nein, also ich finde das Let's Play ist schon extrem faszinierend. Nicht eben halt wegen der Abozahl, sondern man lernt so viele Leute. Hallo, ich backe in der Tür. So, man lernt so viele Leute kennen, das ist echt unglaublich. Ja, was hält sich bei uns noch in Grenzen? Also Marien kennen wir ja auch nicht unbedingt von den Let's Plays. Doch auch, da haben wir das erste Mal so richtig Kontakt mit ihnen gehabt. Ja, aber eigentlich. Oh. Eigentlich kommt er ja von der Schule, wo meine Schwester war. Der war irgendwie in der Parallelklasse oder so. Und ich kenne ihn eigentlich wegen meiner Schwester. Weil er damals, er kann ja auch recht gut singen, also muss man ja mal sagen. Und er hat mit meiner Schwester dann damals halt sich. Soll ich das mal sagen? Ja. Er hatte ernsthaftes Interesse an meiner Schwester und die hatte aber keinen Bock auf ihn. Und hat ihn abblitzen lassen, ganz eiskalt. Wenn ich in dem Alter wäre, hätte ich ihn genommen. Ja. Weil er so lieb ist halt, ne, wegen dem Charakter. Das ist ja auch das, was am meisten zählt. Nox, weil sie zuguckt, bitte sei nicht verstört. Nein, also sie hat es zumindest so behauptet. Ich kann nicht sagen, ob das jetzt wahr ist, ne, aber. Wir bitten da nochmal um Aufklärung. Er wollte sich eigentlich mal nur mit ihr treffen und sie meinte dann so, nein, der will was von mir, ich will ja keinen Freund und so, ne? Ich sag, warum? Klingt doch ganz nett, weil sie erzählte so, ja, der kann so irgendwas mit Japanisch, er kann ein bisschen Japanisch oder sowas, keine Ahnung. Und der hat ja voll dieselben Interessen und, ne? Und deswegen haben die auch mal zusammen gesungen, ein japanisches Lied sogar. Wo Nox, also wegen der Sprache, weil ja, die haben Japanisch gesungen, es klang ein bisschen verkackt. Also muss ich ja ehrlich zugeben. Aber war schon süß irgendwie, die da zusammen gesungen haben. Aber die Sprache liegt ihm nicht so, glaube ich. Ja, Nox ist hier so eher wie so der kleine Bruder. Ja. Nox ist unser kleiner Bruder und genau. Sai ist einfach der Opa, der ist doppelt so alt wie wir alle. Genau. Zusammen. Ne, und wir sind halt Freunde. Und unser lebendes Lexikon, weil du musst ja schon sagen, er weiß ja relativ viel. Wer, Nox oder Sai? Sai. Ja. Weil mich das mit Pommern schockiert hat, dass er das nicht weiß. Was? Das in Pommern, das was Pommern ist. So, ja. Da war ich doch ein bisschen erschrocken. Wusste ich ja sogar. Hier schon den halben Wald abgeholzt. Huch. Man merkt, es ruckelt ein klein wenig. Ich hoffe, ich
kriegt bald die neue Version dann, also über die neue Version den Server zu laufen. Das ist dann ganz easy. Ja, also zur kompletten Not, ich habe mir jetzt einen neuen PC gekauft und dann gucken wir mal, ob es darüber läuft. Das hat ja auch mit der Internetverbindung zu tun, ne? Ja. Du wusstest ja nicht. Ja, wenn du willst, können wir auch gerne dann bei dir drüber laufen lassen. Ich meine, ich benutze den eh nicht so. Ja, ich schau mal, wie das mit dem WLAN-Stick ist. Wenn das kacke ist, nutze ich eben halt LAN. Ja. Ja, und hier, das heißt Computer. Ich habe ja den alten bekommen, der geht überhaupt nicht. Der ist super laut. Ja, fürs Aufnehmen ist der bescheiden. Ja, also er ist schon von der Leistung und all, das ist der wirklich besser. Aber von der Lautstärke ist der echt unerträglich. Ja, wir haben einen Laptop, was wir alles damit machen. Das ist schon krass. Das ist eigentlich für wirklich einen Hochleistungs-PC eingerichtet. Weißt du noch damals, Tani, so die ersten, ich weiß noch, mein Vater, der hatte damals, wo hat er denn gearbeitet? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte der immer Nachtschicht und so. Und hat mir noch so einen mega fetten Computer bei uns stehen. Da durfte ich dran gehen, aber da gab es auch gar kein Internet. Wenn man in Internet gehen wollte, da konnte man erstmal nicht telefonieren. Und das hat Geld gekostet. Mhm. Und das hat echt Geld gekostet. Da war da so ein, keine Ahnung, ob da so ein Zähler war. Ich durfte nie ins Internet. Meine Mama hat mir verboten. Ja, damals gab es diese ganzen Flats noch nicht. Ja, da hatte ich auch gar kein Interesse dran. Und da habe ich dann immer so diese Kinderspiele. Letztens habe ich mal Barbies Zauber auf der Pferdewelt, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Hatte ich damals super gerne gespielt. Habe ich hier noch auf CD. Hatte ich installiert. Das ist so pixelig. Ich habe mich gefragt, wie ich das damals ausgehalten habe, so ein pixeliges Kackspiel zu spielen. Mhm. Naja, muss man so sagen, ich habe mich damals lieber mit Paint vergnügt. Ich wusste noch, wie wir hatten im Gemeindezentrum so eine Art Jugend- oder Kindertreff, ne? Mhm. Wo ich gerne mal hingegangen bin. Das ist auch schon ewig her. Und die hatten da tatsächlich so richtig uralte PCs stehen. Und da war Paint drauf. Und ich habe immer am PC gezeichnet. Ja, ich habe bei Paint höchstens mal so, da gab es ja so eine Funktion, wo man Bogen machen konnte und sowas. Ich habe immer ganz viele Striche gemacht und die Innenräume dann ausgefüllt. Ja, das habe ich auch teilweise gemacht. Also Häuser gezeichnet, ja. In Anführungsstrichen. War schon lustig. Ja, da konnte man, damals hatte man damit Spaß. Und wenn man jetzt mal guckt, mit was die Kinder heute alle aufwachsen, die haben teilweise, Smartphone. Wenn die in die Grundschule kommen, schon so ein Smartphone und alles. Alter, ich weiß noch, mein erstes Handy, da war ich 13. Das war dieses türkise Nokia. Da war Snake drauf. Ich habe überwiegend mit Snake gespielt, also telefoniert und so. Meine SIM-Karte war eh immer schnell alle. Sage mal schnell. Ja, das habe ich mir selber erspart. Und ein Teil hat mein Onkel noch dazu gezahlt. Also, weiß ich nicht, 60 Euro oder so. Das hat damals 180 Euro gekostet. 120 hätte ich schon zusammen, das heißt, ich habe ganz lange auf mein Taschengeld verzichtet, um mir dieses Telefon zu holen. Ich hatte damals, wo ich zum Ende der Grundschule hin, so Ende 4. Klasse, da habe ich mein erstes Handy bekommen. Das war ein altes von meinem Papa und ich habe das echt nie benutzt. Das lag nur in meinen Ranzen und war halt so für Notfälle, falls ich irgendwo mal verschleppt werde oder so ein Scheiß. Mhm. Ne? Für sonst... Ich hatte in der 5. oder 6. Klasse mein erstes Handy. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich würde dazu sagen, ich bin ja ein Jahr älter als Nike, das glaubt ja keine Sau. Ja, ein Jahr ist okay. Ja, ist ein Jahr. Ja, das kommt ungefähr hin. Du bist Anfang des Jahres geboren, ja, Ende des Jahres. 10 Monate bin ich älter. Das ist schon fast ein Jahr. Glaubt man gar nicht, ne? Aber wir sind ja auch mittlerweile in einem Alter, wo das Alter keine Rolle mehr spielt. Also jetzt, um wieder am Anfang der Folge zurückzukommen, Tani, ist es auch egal, dass Gronkh 37 ist, die wird den trotzdem nageln. Und wie? Das ist, wenn der Minischniedel hat? Die Taktik. Die Taktik zählt, ja. Nein, also man muss auch sagen, so im Großen und Ganzen, so früh hat man gedacht, nein! Der ist ja so viel älter, das wäre ja nichts für mich. Heute denkst du, oh, sieht gut aus. Ja. Lustig ist er auch. Charakterlich passt. Meiner. Ich finde die Haare so toll von dem jetzt. Oh ja, hat ne? Die halt so lang wachsen lassen. Das sieht richtig. Sieht richtig gut aus. Sozusagen, wir stehen beide auf bärtige, langhaarige Männer. Das ist echt ätzend. Wir stehen prinzipiell auch auf die gleichen. Weißt du, so zu Anfang, wo du noch nicht mit Zeit zusammen warst. Wo ich dann so ein Bild gesehen habe, ich würde ich auch nehmen, wenn Neiger nicht will.
Ja, das ist echt immer ätzend, dass wir uns nicht gegenseitig an die Gurgel springen oder so, ne? Ist doch das Letzte. Ja, aber ich habe auch zur Zeit einfach nicht so das Interesse daran. Also bei mir, sage ich ganz ehrlich, ist es so, wenn ich jemanden treffe, dann treffe ich jemanden. Wenn es passt, dann passt, ne? Ja. Aber ich bin jetzt nicht auf der Suche nach einem Beutetier, was ich dann auslaugen werde. Nein, das bin ich nicht. Also wenn es kommt, dann kommt's, und wenn nicht, dann halt nicht. Das ist auch echt schrecklich, wenn ich so höre, so auf der Arbeit, so die Mädels, ne, die Single sind, dann melden die sich dabei diesen Single-Börsen an. Das ist doch, wenn du den richtigen finden willst, dann suchst du ihn nicht, dann kommt er zu dir. Ja. Dann gehst du aus und dann triffst du irgendwo bei deinem Hobby oder was auch immer du gerade tust, dann triffst du den und dann siehst du, dann werdet ihr Freunde, dann guckt ihr, ob das passt, und wenn nicht, dann ist halt nicht der Richtige, ne? Eben. Mein Vater ist halt so ein guter Freund. Mein Vater findet es auch immer so lustig, ja, heute lernt man sich ja über das Internet kennen, und ich gesagt habe, ja, passiert, also finde ich jetzt nicht schlimm. Ja, nee, man, also jetzt könnte auch sein, dass Tani auf einmal auf Justin stehen würde später, weil es sich herausstellt, dass die voll dieselben Interessen haben oder so. Ja, es ist jetzt übertrieben, ne? Ja, weil der wirklich krass jünger ist als ich, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Müssten wir mal fragen. Oh Gott, Frame-Einbruch. Nein, wobei man sagen muss, dass ich bei Jüngeren ist es dann immer schon so, eher Ältere, ne? Ja, Ältere sind halt auch vom Kopf her ein bisschen weiter, ne? Mhm. Und man sagt ja auch, dass Frauen eher ältere Männer nehmen, weil die einfach ein bisschen reifer sind. Auch außerhalb, wenn die Männer reich sind, dann ist es kackegal. Ich muss dazu sagen, ich hatte einmal einen jüngeren Freund. Der war, glaube ich, 3 oder 4 Jahre jünger als ich. Und naja, wie das eben halt so ist, wenn der Freund 3, 4 Jahre jünger als einer selber ist, ne? Der war irgendwie 13 und ich war 17. Hm. Und du leckst gerade bei mir ein bisschen. Also Skype oder so. Aber jetzt geht's. Klang's nur ein bisschen roboterhaft, aber man hat alles verstanden. Keine Sorge. Ja, nicht so schlimm. Und da war ich dann so, gut, ich wollte eben halt was Ernstes schon, ne? Hm. Aber er war eben halt nicht so. Ich muss dazu sagen, es war auch das Internet, er lebte sehr weit weg, ne? Aber bei dem war das ist dann diese Laune der Kinder dann so, er ist so große Liebe, bla, ich liebe dich, mein Mausi, und hast du nicht gesehen, und dann am nächsten Tag ist es dann eben halt so, ja. Ja. Und aus diesem einfachen Grunde bevorzuge ich doch lieber Ältere, weil die dann auch schon so konkretere Pläne haben, was sie wollen. Und meine Devise ist auch, ich will da keine Affäre oder sowas, ich will da eine richtige handfeste Beziehung, aus der auch was mehr werden kann, ne? Ja. Obwohl so eine Affäre mit Gronkh. Wenn du da jetzt würde ich ein Auge angenommen, du wärst in einer festen Beziehung und dann, oder auch so, ne? Wie kommt gesagt, dann so zu dir, Gronkh hat schon so extrem den Status, so stelle ich mir meinen zukünftigen Lebensgefährten vor. Also, so hätte ich mir auch vorgestellt, bevor ich ihn kennengelernt hätte. Ein bisschen breiter, also, ja, Gronkh ist ja nicht dick, Gronkh ist ein bisschen pummelig, hat ein nettes Gesicht. Die finde ich ja total klasse. Hat ein nettes Gesicht, hat einen Bart, Schlafen. Hat lange Haare, direkt meins. Vor allem Schlafen. Dunkle Haare. Schlafen? Mal gucken, warum ich hier überhaupt was zum Schlafen finde. Ich weiß gerade gar nicht mehr die Augenfarbe, weil er hat auch so blaue Augen, oder? Er hat blaue Augen, und ich finde diese intensiven Augen immer so schön. Also blau oder braun, also diese Mischmaschfarben sind so gar nicht meins. Nee, es sieht doch nicht gut aus. Aber Gronkh hat wie ich Augen. Und braun. Ach, da hinten ist das ist mein Hausgut. Jetzt wird's intim. Oh mein Gott. Ja, wir erzählen, auf was wir für so für Männer stehen. Also ich erzähle, könnt ihr davon ausgehen, dass Maika da auch drauf steht. Wie war das? Haben wir das nicht mal am Anfang schon gehabt? Da habe ich ja nicht gesagt, wenn einer da draußen ist, der so ähnlich aussieht, der so vielleicht etwas längere Haare hat und so schöne einfarbige Augen, die so ein bisschen leuchten, und der ein bisschen so, der muss ein bisschen albern sein und so, ne? Und ja, dann meldet euch bitte in den Kommentaren oder per PN und schreibt einen Liebesbrief an Tani. Das war, glaube ich, damals bei einem. Bei Rabbit Panic, ne? Ja. Da haben wir ein Survival gemacht, glaube ich, hier so ein. Ja. Ja, aber ich. Also, wenn so von unserer Vorstellung, wie Männer sein sollten, müssten wir echt auf so ein Metal-Konzert gehen. Die tun immer hart, aber die sind super lieb, die Leute. Ja. Also, wenn du einen Freund haben willst, nimm einen Mettler. Wenn du dann auch noch auf Bart und lange Haare stehst, ist super. Aber Mettler, die sind so privat, sind die echt so lieb.